Ja, guten Morgen zusammen. Ich bin unterwegs zum Ostseebad Boltenhagen, hatte das in meinem Navi eingegeben und stand jetzt auf einmal vor der Fähre. Somit haben wir jetzt auch das erste Mal eine Fährfahrt, der Bulli und ich. Hier vom Primwall oder Priwall rüber zur Rosenhofbrücke. Ist ja auch mal ganz nett. Moin. Mit Blick auf Containerhafen. Und los geht die Fahrt. Ich hatte erst einen kleinen Schrecken bekommen, wo ich an dem Fahrkartenautomat war. Da stand 19 Euro sowieso. Hab dann nochmal nachgefragt, aber es ist so, dass der Bulli noch ja, als Pkw gilt. Nach 200 Metern Fähre verlassen. Und daher nur 5,20 Euro inklusive einer Person. Für diese 150 Meter übersetzen. Aber mein Gott, ist ja auch mal ganz schön. Da sieht man das auch nochmal schön auf dem Navi. Wäre vielleicht auch mal nett von diesen Navis, wenn die einem sagen würden, Strecke enthält eine Fährfahrt oder sonst irgendwie was. Quatschen einen sonst ja auch den ganzen Tag voll. So wie ich euch. Da ist das Maritimhotel, da hinten bei diesem grünen Leuchtturm, den man in der Ferne erkennt, habe ich ja das letzte Mal mit euch gestanden. Und gesagt, dass es dann Fähre verlassen. Demnächst weitergeht und ich orientiere mich jetzt weiter Richtung Osten, also erstmal Richtung Boltenhagen. Und da geht es dann auch mit dem Fahrrad weiter. Also, bis gleich. Also das ist jetzt Nordwest-Mecklenburg-Vorpommern. Ich würde sagen, sehr ländlich. Diese Ortsdurchfahrten hier sind ja eigentlich ganz schön, aber diese Kopfsteinpflasterstraßen, gebaut für die Ewigkeit wahrscheinlich, aber weder mit Fahrrad noch mit Auto angenehm zu fahren. Aber da muss ich jetzt wohl durch. Ja, jetzt hier im Ostseebad Boltenhagen habe ich mir einen Parkplatz gesucht und bin fündig geworden hier an den Grundschulen. Da kann man wieder kostenlos parken. Ist die einzige Möglichkeit hier in Boltenhagen. Ansonsten ist es überall verboten, mit Wohnmobilen zu parken. Oder kostet mindestens 2 Euro pro Stunde. Das finde ich schon recht kostspielig. Daher, dieser Parkplatz direkt gegenüber ist so eine Supermarktecke mit verschiedenen Discountern, öffentlichen Toiletten. Besser könnte es eigentlich nicht sein. Und jetzt geht's los Richtung, ja, Richtung Boltenhagen Mitte. Auch interessant, ein Expeditionsmobil. Nummer kleiner, als man sonst gewohnt ist. Aber man braucht auch gar nicht so viel. Naja, hier ist auf jeden Fall die Grundschule von Boltenhagen. Hier fährt man direkt auf so eine schöne kleine Kapelle zu. Selig sind die, um Gottes Wort hören und bewahren. Jetzt geht's zur Mittelpromenade rein. Bin ich mal gespannt, was mich erwartet. Ansonsten wirkt das hier erstmal alles noch recht verschlafen. Na gut, ist doch erst 9:30 oder sowas. Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Mal abwarten. Ja, hier geht es theoretisch zum Strand, aber man muss erst seine Kurkarten unaufgefordert vorzeigen. Da ich jetzt nicht an den Strand will, sondern erstmal radel.
Ist das egal. Jetzt führt dieser mittlere Kurweg hier auf jeden Fall schön unten lang oder oben, wenn man möchte. Ich bleib jetzt erstmal unten. Leider ist für heute und morgen reichlich Regen angesagt. Ich habe natürlich diese Tour keine Regensachen eingepackt, auch nicht im Bulli. Und gehe daher davon aus, es wird nicht regnen. Von hier hat man einmal so einen schönen Überblick, so Richtung Seebrücke Boltenhagen. Dann zur anderen Seite, Steilküste Boltenhagen. Stand jetzt gerade ein Schild, dass es hier zur Steilküste reingeht. Ich weiß nicht, ob man das komplett fahren kann, aber ich probiere es auf jeden Fall. Ja, hier geht es auf jeden Fall runter. Und es riecht sehr streng hier. Woran auch immer es liegen mag. Und der Weg geht hier weiter. Dann nehmen wir den noch einfach mal. Ich sagte ja gerade, hier riecht es streng. Das ist schon leicht untertrieben fast. Ich weiß nicht, ob es an dem braunen Schmodder liegt, der da unten überall ist. Aber wenn schon mal jemand an einem Klärwerk vorbeigefahren ist, der Geruch ist ähnlich. Auch ein netter Hinweis. Radfahrer aufgepasst, hier verkehrt Carolinchen. Hier wird fleißig geerntet. Ich werde jetzt erstmal zurückfahren Richtung Boltenhagen, weil so mit T-Shirt ist einfach zu kalt. Traurig, aber wahr. Die letzten Tage so kuschelig. Und jetzt, gestern war schon recht frisch, aber heute ist echt kalt. Also erstmal zurück, was Warmes anziehen und dann geht's weiter. So sieht es hier im Land. Ja, leider fast überall aus. Oder auf jeden Fall an sehr vielen Orten. Das Radfahren hier nicht ganz so dolle. Ja, mein Pullover habe ich ja wieder angezogen und fahre jetzt mal in die andere Richtung von Boltenhagen, um mal zu schauen, was es da so gibt. Auf jeden Fall schon mal großes Hotel, das Seehotel. Jetzt wohl in den Park, wo heute ein Kunstmarkt ist. Fahren wir doch mal hier rein. Ob ich da hier richtig bin oder nicht, weiß ich natürlich wieder nicht. Aber wir gucken mal. Ja, hier geht es jetzt wieder ein Stück auf diese Mittelpromenade. Interessante Art, einen Café zu bauen. Ja, und das ist dann der Kurpark mit der Trinkhalle. Da findet gerade irgend so eine Kinderbelustigung statt. Mal schauen, ob ich da gleich noch vorbeigehe. Trinkkurhalle natürlich. Ich habe glaube Trinkhalle gesagt. Und direkt gegenüber geht's auf die Seebrücke. Aber die Strände sind auch super gepflegt hier, das muss man echt sagen. So eine kleine Ostsee-Lounge. Ja, sieht doch klasse aus, wie in der Karibik. Aber es ist definitiv zu kalt. Ich wollte mal schnell filmen, es kommen gerade ein paar Sonnenstrahlen durch. Das sieht das da am Strand natürlich noch schöner aus mit dem weißen Sand. Das ist einmal so ein Blick hier, die Küste Boltenhagen bis hoch zur Steilküste, wo ich ja vorhin mit dem Fahrrad schon war. Kurz hier zu diesem Kurpark gegangen mit dieser Kinderbelustigung. Das ist ein, ja, wie heißen sie? Ein Artist mit Fackeln.
Passend zum Schluss da. Schauen wir uns mal den Rest vom Ort an. Hier sieht man das Kurhaus, Vorkopf. Und ich gehe jetzt aber weiter hier in diese Promenadenmeile. Es gibt überall so kleine Ecken, wo man einkehren kann. Aber meistens nicht so modern und schick wie hier. Hier auch mal so ein kleiner Blick zu einer Alternative, was die Cafés angeht. Ja, nach der Kurzpromenade kommt noch so ein Stück, wo man hier in so einem Waldstückchen fahren kann oder laufen kann. Fahren ist sogar verboten, glaube ich. Linke Hand ein paar Häuser, rechts gelegentlich hier so eine Bude. Ich lasse mich mal überraschen, was noch so kommt. Aber bis jetzt ist so lala. Schaut euch das Schild mal an. Ich hoffe, man kann es lesen. Im Wohnmobilhafen 25 Euro inklusive Person, Strom und Sanitär. Anreise ab 18 Uhr, Abreise bis 10 Uhr. Das so hole ich den hier ernst. 25 Euro. So, hier 50 Meter weiter gibt es schon mal einen Platz, der 10 Euro günstiger ist. Bei, was steht da? Kremers Einfahrt. Der kostet nur 15 Euro. Also das finde ich schon wieder relativ okay dann. Ja, ich bin jetzt in diesem Kurbereich angekommen von Boltenhagen. Macht meiner Meinung nach auch nicht so ganz viel her. Vielleicht hört man es auch an meiner Stimmlage. Ich habe mir von diesem Ostseebad Boltenhagen ein bisschen mehr vorgestellt. Ähnlich wie halt Ostseebad Grömitz oder sonstiges, was halt den Titel Ostseebad trägt. Das Ganze ist nett, aber auch so wie hier rechts von mir. Ich bin jetzt in diesem Kurbereich. Das ist halt nicht zeitgemäß, glaube ich, was Tourismus angeht. Wie gesagt, ich brauche kein Remi-Demi oder sowas, aber gut strukturierter Tourismus sieht anders aus. Ja, Stunde der Wahrheit hat geschlagen. Das war's mit dem Ostseebad Boltenhagen. Mehr gibt's hier nicht. Schade. Aber ich werde mal gucken, wie ich den Tag hier noch rumkriege oder ob ich direkt zum nächsten Ort weiterfahre. Also, macht's gut. Euer Markus und Monty.